Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme Let's Play So Blonde. Ja, beim letzten Mal haben wir ja doch so einiges geschafft und... was habe ich denn hier noch stehen? Ah, okay. Das gehört nicht hierzu. Wir hatten ja ein paar Notizen gemacht. Huren finden wegen Bleibe, Kamen finden und die Boutique wegen dem Kleid. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Mit was fangen wir an? Gucken wir mal, was denn so auf dem Weg ist. Was wir denn so als erstes machen von dem Ganzen. Immer diese scheiß Striche, boah, da reg ich mich jedes Mal drüber auf. So, ja, Carmen finden. Da müssen wir, glaube ich, nochmal die eine da im Innen anquatschen. Das habe ich nämlich, glaube ich, wieder vergessen. Gehen wir erstmal hier rein und fragen nochmal, wo die Carmen ist. Hallo, Dolce. Hallo, Sunny. Schade. Ich kann die nicht nach... Mögen Sie Miguel denn nicht? Er ist ein sehr netter Junge. Aber wie ich immer zu Carmen sage, man kann nicht sein ganzes Leben darauf verschwenden, auf jemanden zu warten, der bis zum jüngsten Tag eingesperrt bleibt. Das ist doch aber sehr romantisch. Und seit wann bringt einem Romantik hübsche Enkelkinder? Sie hätte Häuptling Bajari heiraten sollen, als sie die Gelegenheit dazu hatte. Schade. Nein. Bis später dann. Ich habe gedacht, ich könnte sie nochmal ausquetschen wegen Carmen. Aber sie finden... Aber das kriegen wir schon noch raus. Mit der Bank hat er mal ja gemacht. Da haben wir ja mit dem Bankier gesprochen. Dem haben wir ja den Zettel gegeben. So, was haben wir denn hier? Ach ja, hier war das ja mit dem Kleid, ne? Hallo Olivia, ist das nicht ein wunderschöner Tag? In der Tat. Und das verdanken wir euch, weil ihr die Insel gerettet habt. Okay. Knöpfe. Vorhang. Lalala. Und jetzt? Im Moment habe ich dafür keine Verwendung, aber man weiß ja nie. Im Moment habe ich dafür keine Verwendung, aber man weiß ja nie. Nimm die noch mit. Können wir noch irgendwas mitnehmen? Davon sollte ich lieber die Finger lassen. Okay. Ein Piratenkostüm mit allem Zubehör. Hut, Säbel und Haken. Diese Spitze erinnert mich an das Haus meiner Oma. Aus irgendeinem Grund hat sie jedes bisschen zur Verfügung stehende Fläche mit Spitzendeckchen zugelegt. Aber keines davon war je so schön wie dieses hier. Oh je. Die arme Oma wird ja noch so hart kritisiert. Okay. Ja. Ich habe gedacht, wir können die nochmal anquatschen wegen unserem Kleid. Okay, das geht also nicht. Aber wir haben eine Spule bekommen. Garnrolle. Gehen wir dann mal ins Rathaus, weil wir müssen irgendwie Horn finden.
Fragen wir nochmal Miss Brown. Ist Juan in seinem Büro? Ich suche nach einer Bleibe und wollte ihn fragen, ob er etwas weiß. Ich würde euch ja aufnehmen, aber mein Kater kann Fremde nicht leiden. Sie haben einen Kater? Naja, im Augenblick ist er verschwunden. Dann haben Sie also die Mitteilung am Marktplatz ausgehängt über einen Kater namens Dämon. Das ist richtig, ja. Er trägt ein blaues Halsband mit einer kleinen Glocke dran. Wenn ich ihn sehe, sage ich Ihnen Bescheid. Ciao. Wir müssen irgendwo Juan finden. Vielleicht ist er aber auch hier in diesem Kolonialpark. Ach Gott, da ist dieser pfeifende Percy wieder. Vielleicht weiß der ja, wo der Bürgermeister ist. Hallöchen. Hi, Sunny. Oder auch nicht. Schade. Da unten ist wieder dieser Köter. Dann gehen wir mal ein bisschen rum. Schauen uns mal die Gegend hier nochmal weiter an. Vielleicht finden wir ja noch irgendetwas, was wir gebrauchen können. Schneller. Dumm. Haben wir hier. Immer noch sehr viele Fragezeichen. Dann mal in den Ruinen. Oh, hier ist gar nichts möglich. Hä? Wie komme ich denn jetzt hier wieder weg? Da kommt die auch nicht hin. Scheiße. Ah. Ah, jetzt muss man wieder... Ah. Ja, ich vergesse halt immer mit diesen Pfeilen hier. Hier ist aber auch noch... was Unbekanntes, da gehen wir da mal hin. Wo sind wir? Hallo? Wo sind wir denn jetzt hier? Blondchen. Ach Gott, da oben sind wir. Hä? Normal. Gehen wir mal weiter. Jetzt sind wir hier. Ah, okay, hier geht's wieder zum Voodoo-Dorf. Aber ich glaube, da kamen wir nicht weiter. Gehen wir nochmal dahin. Hier kam man nicht weiter. Ich weiß gar nicht mehr, wie sind wir damals? Wir haben doch eine Karte, ne? Die müssen wir doch noch haben. Hä? Ah. Eine Karte von der Insel. Die könnte noch sehr nützlich sein. Und zwar hier hinten. Wie sind wir damals gegangen? So,
zu diesem dunklen Strand. Wie sind wir damals gegangen? Hier ist Bajari-Dorf. Hier ist ja das Rathaus und so. Wie sind wir da hingekommen? Sind wir hier hinten rum? Da ist wieder ein Fragezeichen. Gehen wir mal zur goldenen Lichtung. Ich muss erstmal jetzt wieder rausfinden, wie wir damals dahin gegangen sind. Jetzt sind wir hier. Okay. Ach, guck mal, hier die Dingens ist nicht mehr hier. Maria hieß die, glaube ich. So, von da sind wir jetzt gekommen. Pachari-Dorf. Gehen wir mal dahin. Boah, verdammte Axt, wie sind wir denn damals gegangen? Da sind wir ja mehr oder weniger nur so durchgerauscht. Weil ich dachte, wir hätten diesen One-Eye auf den Fersen. Nee, da geht's nirgendwo hin. Ja, hier geht's wieder zur Kreuzung. Wie sind wir damals gegangen? Jetzt sind wir da. Hier geht's wieder dahin. Wir sind jetzt hier. Wir sind jetzt hier. Scheiße, ich weiß es nicht mehr. Marktplatz. Wenn wir wieder zu Winsome Maid gehen? Nee. Vom Strand aus sind wir auch nicht dahin gekommen. Jetzt sind wir wieder hier. Gehen wir mal hier hin. Oder sind wir von hier aus dann rausgekommen? Ich glaube hier, ne? Gucken wir mal, ob jemand da ist. Niemand zu Hause. Vielleicht arbeitet Dulce ja noch im Inn. Das ist die Hütte von Dulce. Er kann die leider nicht rennen. Geh mal hier hin. Wir waren irgendwie ganz komisch rausgekommen. Ja, hier geht's wieder zum Dschungel. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es echt nicht mehr. Oder sind wir doch über Voodoo-Dorf?
dahin.